Das habe ich nämlich gesehen. Aber rückwärts durch den Fluss, das war schön. Ja, ja. Wenn der Fluss stärker ist als das Fahrzeug. So eine Straße ist das. Also eigentlich eher so eine Lichtstraße ist das. Das Schöne ist, ich darf den Weg ja gleich nochmal voll zurückfahren. Ist das nicht toll? Nein, es ist nicht toll. Wir biegen mal ab, da müssen wir aber gleich da sein. Na, komm. Fahr weiter. Ich bin jetzt mit sicher, dass da oben irgendwo irgendwas ist. Stromleitung prüfen. Genau das, was wir tagtäglich immer und immer gerne machen. Das ist was Ideales für den Humbo. Hier ist ein Fabriksymbol. Oh nein, sag mir nicht. Doch, Stahlträger. Weil später musst du ja dann Sachen noch produzieren und sowas alles. Das ist ja auch ganz geil. Liefere Erz und Kohle ab, dann kannst du anschließend einen Stahlträger kriegen. Ja, so ähnlich. Oh, ja. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Oh, ein Wartungsanlage. Das ist ja schön. Der stand zufällig hinter der Fabrik rum. Falls du dir denkst, dass ich den jetzt mit vornehme. Nein. Ja, ist okay. Ich habe dich schon verstanden. Dieser Schnee ist ja noch schlimmer als der Schlamm. Von vorwärts kommen her. Na, stellenweise gut, ne? Ja, ja. Durch Schlamm, Lastgang rein, Differentialgetriebe rein und ab geht die Marie. Aber durch den Schnee. Das ist ja. Wie sagt man so schön, herausfordernd. Muss ich mir tatsächlich aber angucken, wo ich da hinfahre. Westen ist wahrscheinlich wieder komplett vor. Da ja, die Felsenstufs, die tue ich mir noch nicht an, weil die ist ja noch nicht fertig. Oder? Ja. Das ist sicher der optimale Weg, um hier runterzukommen. Genau diesen Weg hat der Entwickler vorgesehen, dass man fährt. Mhm. Total. So, das ist die Erhöhung für den Humvee. Ah, okay. Dann weiß ich auch, warum ich die damals eingebaut habe, weil die so schwer erkämpft war. Na gut, das Runterhüpfen, das war jetzt nicht das große Problem. Das Hochkommen ist jetzt auch nicht das Problem gewesen. Ach, bist du wieder hochgekommen? Ja. Cheater. Ich bin über die Steine runtergehüpft und bin über die gerade Fläche hochgefahren. Ein guter Spieler hätte wahrscheinlich beides über die gerade Fläche gemacht. Ach, gute Spieler. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein bisschen mehr Action und spring gleich über die Steine runter.
Aber weißt du, was mir auffällt? Die Anzahl der Unfälle nimmt von Mittwoch zu Mittwoch ab. Ja. Und ich sag mal so, trotz der heute am Anfang schwierigen Aufgabe, finde ich, haben wir uns da ganz gut durchgeboxt. Ja. Wenn auch mit wahrscheinlich eher unkonventionellen Mitteln, aber und ich war das Hütchen am Ende drum, es zu schaffen. Richtig. Und ich war so schlau und habe natürlich keine Zeit von den peinlichen Stellen aufgeschrieben, die ich ja normalerweise anschließend verhighlighte. Ja, schade drum. Muss ich mich so dran erinnern, dass ich das mal, dass ich mir die erste Stunde mal anschaue. Dann Highlights draus schon mal wieder an der Tanke vor. Da kommt gleich wieder dieses kurze Querstück. Wie gesagt, ich hasse das leidenschaftlich. Ist wahrscheinlich bis jetzt noch gar nicht so oft gefallen, aber... Ja, ich fahre gerade das schöne Stück unten von dem Bohrding hoch zum das ist auch schön, ne? Ja? Da ist das Beste wirklich ganz nah am Wald. Dann kannst du dich von Baum zu Baum ziehen. Ja, tatsächlich. Ich habe bis jetzt noch nicht mal einen Windpunkt gebraucht. Okay. Na gut, wir fahren da ja noch öfter lang. Und mit den größten und schwersten Ladungen, die du dir so vorstellen kannst. Wollte ich gerade sagen. Bis jetzt ist da auch noch keine Last auf dem LKW geblieben. Von daher. Wenn du da nachher hinterfährst mit dem Bohrkopf, dann kriegst du so ein bisschen das Bröckeln. Ja gut, den Bohrkopf, den werde ich hier nicht hochfahren. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich will ja nicht spoilern, aber doch. okay, was willst du mich denn spoilern? Frontspoilern. Aber ich glaube, ich sehe, was du meinst. Fahren wir doch mal diese wunderbare Route, die garantiert für LKWs gebaut ist. Komm, komm, komm. Halt, halt. Brems, 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 brems. Okay, der Baum ist in der Schlucht, ich nicht. Der Baum ist in der Schlucht. Na gut, den Motorschaden nehme ich jetzt in Kauf. Dachte ich mir, da vorne ist ein grünes Dreieck, da will ich hin. Ich bin sicher, dass diese Strecke genau für LKWs gedacht war. Logisch. Das ist ja auch so super eng und unbefahrbar. Absolut. Durchaus richtig. Wahr. Ja, natürlich. Deswegen ist diese Holzbrücke auch so unbedingt groß. Dachte ich mir doch, dass hier irgendein verlorener Öltank hin muss. Ist klar. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass die Spielentwickler Sadisten sind? Sind sie. Und die von Spielen mit Matsch und Schlamm auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch speziell über diese Spieleentwickler geredet. Das sind die perversesten von allen. Sowas von unrein. Ach, das ist ja schön. Da
Danke dir. Weil ich bin eben auf dem Berggipfel angekommen und habe da mal die Abzweig nach rechts genommen. Okay. Und die Aufgabe da unten wieder im Tal anzunehmen. Das war diese Klippe, wo ich beinahe runtergefallen wäre, weil die okay. Kurve zu eng ist. Aber jetzt muss ich natürlich auf der anderen Seite die Kurve wieder hoch. Da unten sehe ich. Ach, hier hinten steht noch ein tolles Auto. Und zwar der Royal BM 17. Ganz links. Also ganz im Westen, im Südwesten, okay, hinten in der hintersten Ecke. Dann komme ich vorbei. Da könnte ich jetzt quasi hinfahren, sogar schon wieder. Verdammt. Ich kann mich erinnern, dass wir den Royal BM durchaus lange gefahren haben. Als Ersatz für das Teil, was ich hier gerade, glaube ich, fahre. Das war, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage. Ich glaube, der hat noch mehr Bums. Ja, warte, wir markieren uns. Oh, bleib doch mal stehen. Ich habe da die Handbremse gezogen. So. Mann, Mann, Mann. Fährt über Schnee und Eis und wundert sich, warum das Fahrzeug nicht stehen bleibt. Im Hafen warst du noch nicht, ne? Doch, doch. Doch, okay. Da habe ich nachgetankt. An diesem kleinen Tankfahrzeug, was, ne, ja, ja. Was da rumsteht. Das Handliche. Ja, ja, es ist. Ja, es ist also das Familientankunternehmen unter den Tanktransportern. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann das Update, was auch immer das für eins war. So. Ach, für den Ford CLT 9000. Erhöht steht zum Kauf zur Verfügung. So, für meine Zuschauer, das geradeaus hier ist der Hafen. Und ich biege ja jetzt rechts ab, um da hinten den BM 17 zu sichern. Das war auch die beste Idee, mit einem White Western Star auf Erkundungstour zu gehen. Das ist. Und dann aber einfach mal quer durchs Gebirge oder so. Ja. Ins Gebirge und White Western. Ja. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich fahre ja hier mit so einem kleinen Wagen. Mm, mit Pritschenauflieger. Mhm. Ich habe das Lager wieder erreicht. Also, ich bin einmal quer durchs Gebirge gekutscht. Das heißt, ich kann die Karre hier wieder reparieren und nachtanken. Juhu! Ich hab's geahnt, dass wir hier nicht gerade auslaufen. Ach, Detour, das ist die Umleitung, wo du vorhin lang gefahren bist. Ja. Die ist spaßig. Hättest doch gleich die Autos mitbringen können. Was? Autos rumstehend. Mhm. So, jetzt mir erstmal. Das ist Norden. So. Ah, die habe ich gar nicht gesehen, weil ich den Dings doch gar nicht offen hatte. Ja, ab und zu mal die Map begucken. Ja. Gebiet. Die habe ich aber, wie gesagt, gar nicht gesehen, weil ich den Turm nicht offen hatte. Okay. Ich bin ja unten rumgefahren und habe dann erst den Turm aufgemacht.
Aber eigentlich, wenn du da lang fährst, deckst du ja auch auf. Ja, aber das Upgrade habe ich zum Fühlst Beispiel gar nicht Decks gesehen. Eigentlich immer angesprochen, wenn man von Decks du auf und sowas spricht? Höchstens, wenn man von Sachen wie aus der Hundezucht, wie Hundedechsen spricht. So. Okay. Ja. Also bei solchen Sachen wird es dann... Genau, da kriegt er spitze Ohren. Und eventuell auch rote Ohren, wer weiß. So, aber wenn jetzt da oben die Pipeline wieder da ist, kann ich ja den restlichen Quatsch da oben mal umfahren. Sobald ich dann mal in die Werkstatt komme. Ich höre euch gerade nicht, okay. Aber du kannst uns das doch sicherlich berichten als Insiderin. Ja. Solange es die sind. Ja. So, da links oben steht das Auto und hier rechts ist die... Aber erstmal versuche ich mit aller Energie das Auto zu holen. Und dann gucken wir, ob wir noch das Upgrade dazu kriegen. Keine Ahnung, wo ich hier langfahren muss. Nicht abzusaufen. Deswegen bin ich damit was lang gefahren, was hart hohe Schnorchel hatte. Ja, das habe ich tatsächlich auch. Gutes Obst. Verriegelt. Okay, da fahre ich gleich einen Baum um. Und zwei. Hä? Ich habe keine Ahnung. Und Klitti freut sich über seinen neuen Musikstein. Okay. Du kannst dir deinen hier nehmen, du musst ihn dir nicht kaufen, ne? Ja, ja. Das ist wirklich sehr schnell eskaliert. Ja. Letzte Woche noch im Bad zusammen und heute schon verriegt. Ich meine, gut, wir fahren hier im Schlamm. Vielleicht haben die auch einfach Schlammcatchen gemacht und nennen das hin. Möglichst. Das würde mich nicht wundern. Ach genau, da war das Ding. Komm, holen wir das fix. Natürlich jetzt auch den BM18 nehmen. Sieht irgendwie wesentlich moderner aus hier oben. Das kommt dir nur so vor. Mhm. Scheiße, ist das ja schlammig. Ja, deswegen bin ich da nicht nochmal angefahren und habe das Zeug rausgeholt. Hast du gedacht, guckst du mal, was irgendeiner macht. Ja. Ich habe gehofft, der Otter kommt vorbei. Ja, das wäre so ein bisschen seine Zone, aber dem würde ja jeder Schwein einfrieren. Ja, das glaube ich auch. Sieht blöd aus, wenn da so ein Otter mit so einem eisgefrorenen Schwänzchen rumschwabbelt. Ja, ich habe auch mir sagen lassen, blaue Schwänze sind nicht unbedingt die leckersten. Grüne ja, aber blaue, nee. So eine Ferkelei. Nein. Hier macht keiner Ferkelei. Höchstens ein bisschen Schlammquetschen. Ah, für den Freightliner.